Große Namen, großes Tennis, große Emotionen. Die Asse der 90er Jahre zurück auf Asche und kämpfen für den Tennisclub SCC Berlin in der Regionalliga Nordost Herren 40 und 50 um den Einzug ins Final Four der Deutschen Meisterschaft. Ich habe ja zu meiner aktiven Zeit mit denen viel auf dem Platz gespielt, auch heiße Kämpfe gehabt. Und jetzt halt trifft man sich hier im SCC Berlin wieder und spielt zusammen in einer Mannschaft. Die SCCer rund um die früheren Weltklasse-Spieler Nikola Kiefer, Hicham Arazi und Tommy Robredo gehen hochmotiviert ans Werk und können die Wilhelmshavener in den Einzelpartien bezwingen. Allen voran Tommy Robredo, welcher sich in der ATP-Weltrangliste bis auf Position 5 vorspielte. Der Spanier entscheidet gegen Petr Kralat das Duell der Einser mit jeweils 6:1 souverän für sich und steuert einen wichtigen Punkt für den Hauptstadtclub bei. Wir brauchten 5 Punkte, um zu gewinnen. Die haben wir geholt. Wir gewinnen 6:0 in den Einzeln. Nun sind wir natürlich glücklich und stolz. Vor allem der Olympiasieger von 2004, Nikola Kiefer und Björn Pau, glänzen im Doppel und lassen ihren Gegnern Kralat und Bartelt nicht den Hauch einer Chance. Somit perfektionieren sie den 7:2 Endstand gegen Jade TG Wilhelmshaven. Monieren sehr gut, haben heute sehr, sehr gut aufgeschlagen, das Netz gut abgedeckt und haben eigentlich konsequent das Match zu Ende gespielt. Diesem Duell haben viele entgegengefiebert. Magnus Larsson gegen Anders Lindgren. Denn hier treffen zwei Jugendfreunde aufeinander. Von Beginn an zeigt Larssons Landsmann eine starke Leistung und sichert sich so auch den ersten Satz. Doch Larsson spielt stabiler und schafft den Satzausgleich. So kommt es, wie so oft im Tennis, zum Match-Tiebreak. Dieser verläuft auch ausgeglichen, aber Anders Lindgren setzt sich letztendlich doch knapp gegen den dreimaligen Davis-Cup-Sieger mit 10:8 durch. Dafür läuft es für Francisco Clavet aus Spanien viel besser. Er besiegt den Schweden Fredrik Perman mit 6:0 und 6:2 und das zur Freude natürlich des Hauptstadtclubs. Die Herren 50 machen es so den Herren 40 nach und triumphieren mit 6:3 gegen den TSV Sasel. Nun genießen wir es natürlich, dass wir uns für das Final Four qualifiziert haben und im September werden wir weiterreden. Doch schon jetzt haben Kiefer, Larsson, Robredo und Co. das Ziel fest im Blick. Ja, den deutschen Meistertitel zu holen natürlich, das ist klar. Wir spielen zu Hause. Die Fans, die sind hier und das wird besonders werden. Wir haben hier mit den Herren 40 vor einigen Jahren gewonnen. Natürlich möchten wir das wiederholen. Stimmungsvoll wird es auf jeden Fall. Schließlich sind große Namen, großes Tennis und große Emotionen auf der Anlage des TCSCC Berlin vorprogrammiert.